Hallo und herzlich willkommen hier im Lexus Forum in Köln. Wir freuen uns natürlich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind zur Präsentation des neuen Lexus ES 450h. Ich darf mir an der Stelle ganz kurz vorstellen, mein Name ist Harald Reising und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch den Abend zu begleiten. An dieser Stelle möchte ich gerne den Gastgeber und Mitglied der Geschäftsleitung des Lexus Forums vorstellen, Herr Michael Hess. Hallo und herzlich willkommen. Ja, von mich, ja. Vielen Dank, auch von meiner Seite aus. Ein herzlich willkommen hier bei uns im Lexus Forum zu Köln. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es sind noch nicht alle da. Wir haben Messe, Aluga. Ich höre, dass der ein oder andere noch im Stau steht. Also es wird noch kuscheliger. Freut mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und dass das Interesse an dem neuen ES 450 so groß ist. Danke jetzt für die einführenden Worte, Herr Hess. Natürlich haben Sie auch ein starkes Team hier vor Ort und da wollen wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Ja, gerne. Also wir haben ja hier Interessenten, wir haben Kunden, die wir heute begrüßen dürfen. Insofern den Kunden sicherlich bekannt, Hajo Faber, kann schon was sagen, Verkäufer, Lexus-Verkäufer der ersten Stunde, Verkäufer der ersten Stunde in unserem Haus, in unserem Forum und entsprechend also sicherlich auch vielen bekannt. Wo ist er? Vielleicht kann er mal gerade den ansehen. Wunderbar. Also er steht auch heute zur Verfügung, seinen Kunden und seinen Interessenten. Und Sie haben ja heute verraten, seit 22 Jahren sind Sie. Ja, wir sind Lexus Forum der ersten Stunde. Genau, 22 Jahre. Gute Arbeit. Weiter geht's mit Andreas Arnold. Ja, braucht man auch nicht viel sagen. Vielleicht hebt er auch mal gerade die Hand, wenn wir ihn sehen, da ganz hinten. Ja, er ist dem, wie sagt man so schön hier, aus der Kölner Gegend, nicht dem Weg von Köln nach Berlin gefolgt, sondern genau andersrum, von Berlin nach Köln gekommen. Auch jetzt schon, glaube ich, im siebten Jahr bei uns. Also Lexus-Erfahrung, Lexus-Kompetenz haben wir hier geballt in unserem Forum. Weiter geht's mit Carolina Herzig. Was soll man sagen, die gute Seele des Hauses, an der Stelle auch schon mal an Sie ein Dankeschön für die gesamte Organisation und für den super Ablauf bis hierhin, auch an das Team. Wunderbar, danke. Ja, und eben für alle Nöte, alle Sorgen und für alle Fragen jederzeit für Sie erreichbar. Dann haben wir noch Caroline Bullut, meine Damen und Herren. Eine ganz besondere Komposition. Das versuchen wir nochmal. Das war nicht geprobt übrigens. Robert Bullut, da ist natürlich von der Größe. Roberto Bullut, für alles das, was die Technik, den Service, also das, was nach dem jetzt emotionalen Autokauf passiert, nämlich der After-Sales, so nennen wir ihn, das liegt in seiner Hand. Wir wollen, dass Sie vorne beim Kauf, beim Erwerb zufrieden sind, aber wie sagt man so schön, das erste Auto macht der Verkäufer und alle anderen Fahrzeuge werden dann im Grunde genommen über den After-Sales und da die Zufriedenheit verkauft und ich denke, er macht einen super Job und danke, dass er hier ist und vielleicht hebt er auch mal gerade die Hand. Da steht er. Wunderbar. Ja, das ist ein Applaus wert, meine Damen und Herren. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle erstmal für die Vorstellung des Teams, möchte Ihnen aber vielleicht noch die ein oder andere höllische und auch himmlische Frage stellen, denn das ist heute das zentrale Thema. Höllische Dynamik und himmlische Effizienz. Wie dürfen wir das verstehen und was dürfen unsere Gäste am heutigen Abend hier erwarten? Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben zwei Gegensätze und zwei Gegensätze verkörpert dieses neue Auto und die Kunden, die schon Hybrid-Erfahrung haben, die können das sicherlich bestätigen, dass das Fahren dieser Fahrzeuge auch gegensätzlich ist. Und das widerspricht sich nicht, nämlich wir haben auf der einen Seite den Ratio, wir haben Verbrauch, wir haben Ökonomie, wir haben CO2-Werte, wir haben das, was heute Schlagwörter sind, aber auf der anderen Seite ist das nicht alles, was die Hybridtechnologie kann. Sie kann eben auch Fahrspaß, sie kann Dynamik und
Man kann auch sagen, dass hier eben am Ende in einer neuen Vollendung dieser Symbiose mit dem GS 450 Fahrspaß und Ratio ineinander harmonieren wie in keinem anderen Lexus bis jetzt. Mehr wollen wir an der Stelle noch nicht verraten. Ich danke Ihnen erstmal für die einführenden Worte. Ich freue mich ganz persönlich auf die harmonische Kontroverse zwischen der höllischen Dynamik und der himmlischen Effizienz des neuen Lexus GS 450H.